Hallo am Dienstagmorgen. Es ist gleich 7:30. Ich habe die Vierkse drauf. Ich habe quasi schon Feuer bekommen. Die ganze Woche sitze ich morgens vor 6 Uhr sitze ich hier und warte, bis ich dann um 7 Uhr gesagt bekomme, mach dann das. Und jetzt habe ich mir gedacht, bei dem Wetter kommst heute Morgen erst um 7 Uhr. Früher ist keiner da und jetzt bekomme ich einen Anpfiff quasi, weil ich nicht um 6 Uhr da war. Wie das machst, ist falsch. Egal. Ich habe meine Vierachse aufgesattelt. Ich fahre nach Sembach hoch. Da steht 938. Den lade ich, fahre den ins IG Nord. Und dann soll ich irgendwie herkommen und Bagger tauschen. Ich weiß nicht was. Nehmen wir an, der 934 ist fertig. Der Leihbagger, der schon ewig lange bei uns steht in der Halle. Nehmen wir an, der ist fertig. Dass ich den wieder nach Landstuhl bringe. Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt geladen, jetzt fahre ich noch ein paar Meter vor, mache die Straße wieder frei, bin ja mit auf der Straße gestanden. Und dann mache ich noch die Ketten dran.
Ja, bin im Hof. Hat jetzt hier erste 350er Hitachi. Mal gucken, wo der steht. Den bringe ich rüber in die Werkstatt. Was ist der da, ne? Und in der Werkstatt lade ich dann den 934 für Landstuhl. Das machen wir. Den da. Den da lade ich jetzt. Gleich alles vorbereiten, dass ich den 934 drüber in der Werkstatt, dass ich den da draufstellen muss. Mal gucken, ob die Mühle anläuft.
bin auf der Autobahn. Da morgen nichts ist, bei uns morgen am Mittwoch. Also ich weiß auch nicht, ob wir in dieser Woche überhaupt noch was arbeiten. Sollte ich ja über mehrere Tage ziehen, diese Eisschnee- und Eisregenfront. Dann mache ich einfach mal Schluss für diese Folge. Wieder eine mit Sicherheit eine recht kurze Folge. Hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht. Jo. Was soll ich noch sagen? Bleibt gesund und Spaß. Hau die rein. Bis denn.